Okay, Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir haben ein gewisses Problem. Das letzte Mal habe ich das mal ausprobiert. Wir haben vorher gespeichert. Ich werde jetzt nicht nochmal sowas tun. Aber ich würde ganz gerne Loke City einnehmen. Das Problem ist, das letzte Mal haben wir ziemlich eines auf die Nase gekriegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nochmal passiert, wenn wir jetzt angreifen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich tun soll. Ich glaube, was wir auf jeden Fall bräuchten, wären noch ein oder zwei Infanterieeinheiten, die uns ein bisschen im Kampf unterstützen. Unsere Artillerie an und für sich ist jetzt nicht schlecht aufgestellt. Aber, wie schon gesagt, wir brauchen vielleicht die eine oder andere Infanterie noch, damit wir etwas besser reingehen können. Und zwar vielleicht nicht Regulars, sondern Heavy Infantry. Das bedeutet, wir werden schauen, ob wir noch Truppen bauen und ausbauen können. So, wir haben noch eine Transportkapazität mehr. Wir nehmen, glaube ich, Obst. Dass wir mehr transportieren. Was haben wir denn da jetzt? Denn? Obst. Ja, Obst haben wir noch am wenigsten. Das passt schon. Gut. Arbeitskapazität. Wir können noch ein Dings. Ha, genau. Wir machen noch mehr Papier. Da produzieren wir voll. Da produzieren wir voll. Da produzieren wir gut. Dann werden wir da einen Typen ausbilden, damit wir noch mehr Arbeitskräfte haben. Da produzieren wir auch voll. Da produzieren wir Waffen. Den können wir uns nicht leisten, der ist zu teuer. Aber wir brauchen gar nichts mehr kaufen, deswegen, weil wir haben zu wenig Metall. Wenn wir einen von denen daher tun. Aber da wir keine Waffen brauchen, da wir keine, wie viele Waffen haben wir eigentlich? Zwei. Wir sollten keine Waffen produzieren. Wir sollten Tools produzieren. Wie viele Tools haben wir? Keine. Die können wir nämlich relativ teuer verkaufen. Ja, wir verkaufen dieses Zeug hier. Ah, warte nochmal. Die Stadt, vielleicht sollten wir noch einen Typen anheuern. Wir haben genügend Essen. Wir können diese Leute alle versorgen. Außerdem, wenn wir einen Regular einsetzen, dann verlieren wir ja Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssen Arbeitskräfte nachproduzieren. Das wird uns helfen ein wenig. Na gut. Ich glaube schon, dass wir diese Schlacht um Loke gewinnen können. Und das wäre mir auch sehr recht, weil dann habe ich den ganzen Kontinenten für mich. Und keiner kann sich mehr bei denen so einschleimen, dass er eine Kolonie dort gründen kann. Und das wollen wir ja nicht. So, na gut, dann machen wir nächste Runde. Wir haben ein Clothing verkauft, na immerhin. Your Excellency, exciting new technologies are available from which we could benefit with merely a small investment. Ja, ich weiß, wir haben kein Geld. Kem und Haxako haben eine Allianz geformt und Haxako braucht Pferde, nicht nur die, wie auch. So, dann bauen wir da weiter gleich. So, aber wir haben ein wenig Geld, aber nicht mehr sehr lange. Wenn wir nämlich da weiter ausbauen. Das heißt, wir brauchen mehr Geld, um unsere Truppen auszurüsten. Ihr bleibt hier stehen. Ja, wir brauchen mehr Dings, mehr Bums, wir brauchen alles mehr, immer mehr, immer mehr. Oder wenn wir da ein bisschen zurückgehen.
Da werden wir ausbilden weiter. Das geht sich noch immer nicht aus. Wir haben noch immer zu wenig Geld. Aber jetzt können wir auch Tools verkaufen und wir brauchen eigentlich noch immer nichts. Insufficient Material. Ja, jetzt sind wir da auf 3 und 1. Oh. Wir haben zu wenig Wolle. Heißt, wir produzieren zu wenig Wolle. Heißt, wir haben da etwas ein Problem. Das heißt, wir müssen Wolle kaufen. Ja, dann kaufen wir Wolle. Ist doch klar. Kein Problem. Kein Problem. Genau, wir produzieren, glaube ich, nur 3 Wolle. Und wir brauchen aber 4, um eine volle Produktion zu machen. Das heißt, Wolle müssen wir weiterhin kaufen. Aber Kohle und Eisen haben wir genügend derzeit und Holz sowieso. Mit wem haben wir nochmal? Ich schaue es lieber noch einmal nach. Mit wem haben wir alle einen Pont, Manx, Kessel und Hurschen? Wobei Pont, Manx mag uns nicht, weil wir Log angegriffen haben, was mich ein bisschen ärgert. Auf das hätte ich vorher schauen müssen, bevor ich Log angegriffen habe. Pont war so ein guter Handelspartner für uns. Und jetzt hassen sie uns. Obwohl, vielleicht gebe ich Pont zumindest eine 25%ige Subsidy. Vielleicht mögen sie mich dann lieber. Vielleicht kaufen sie dann trotzdem bei mir oder verkaufen bei mir. Naja, was weiß ich. Gut. Na, mehr als 25% kann ich echt nicht geben. Na, schau an. Bieten uns schon Wolle an. So, aber ich kaufe jetzt mal nur eine. Naja, Mist, ich hätte 2 kaufen sollen. Ah, ich habe vergessen, dass ich Tools verkaufen will. Mist. Das war jetzt ein schlechtes Geschäft. Und Pont hat auch Clothing gekauft. Na schau. Streamlined Hulls. Wir können noch neue Schippernakeln offensichtlich bauen. Und ich will hier. Ah, ich habe hier schon. Sehr gut. Ich habe in einem anderen Let's Play gesehen, dass man da gar keine Depots bauen muss in den Städten, um sie zu verbinden. Schauen wir mal. Puh, das wäre auch nicht schlecht eigentlich. Das sollten wir langsam irgendwann mal angehen, aber ich habe jetzt kein Geld dafür. Na gut. Das heißt aber, das heißt, wir können jetzt Wolle voll produzieren, voll liefern nach Ding. Das heißt, ich brauche auch keine Wolle mehr kaufen, endlich. Zumindest derzeit bin ich unabhängig von allen anderen. Das mit der Produktion. Kohle könnten wir auch mehr, aber das bringt uns nichts, solange wir keine bessere Produktion dort haben. Nein, da wollte ich nicht raus. Ich wollte noch einen Typen zulegen uns. Wir haben 1 und 2. Wir haben genügend Leute, aber wir haben zu wenig davon. Aber da mal die Produktion runtergehen. Können wir da 2 Produktionen machen? Da auch 2. Können wir uns den dabei leisten schon? Nö, können wir nicht. Wir haben zu wenig Geld. Achso, derzeit auch zu wenig Leute, aber wenn wir es so machen. Wir können
können ihn uns kaufen, wir können ihn uns kaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben schon ein großes Kreditlimit. So, Tools haben wir gesagt, brauchen, verkaufen wir. Und Dings verkaufen wir keine mehr. Kleidung. Und wir brauchen dafür kein Dings mehr. Eigentlich sollten wir jetzt etwas an Geld machen. Sim seeks to enter into an alliance. Ja, das akzeptieren wir natürlich. Das ist ja nett. Die anderen Kriegstreiber sind das. Tools will keiner kaufen, echt jetzt? Mist. Aber wir sind wieder im Plus, das passt schon. New Units. So, schauen wir mal. Alliance Form. New Invention. Superior Wheat Grasses. Local Rangers revealed to the government the growth of grass highly superior for feeding sheep and other livestock. Na, okay. Gut. Schauen wir mal. Da verbinden wir mal Wavonia. Levia haben wir verbunden. Wenn wir von da gehen, brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Jep, wir gehen von hier. Obwohl da ein Bahnhof wäre auch ganz cool. Da hätten wir diese drei wunderschönen Holzfelder auch. Ja, machen wir mal. Bauen wir zuerst die Eisenbahn aus. Weil Ressourcen habe ich zurzeit eh genug und darüber will ich schon, weil da drüben gibt es noch ein Baumwollfeld und Baumwolle ist zurzeit eher das Problem für uns. Nicht so das Holz. Obwohl auch das nicht unbedingt. So, was kann denn das? Feedgrasses. Ah, wir können also mehr Wolle und mehr Livestock machen. Und wir können einen Ranger ausbilden. Na gut. Derzeit ist das ja wohl noch eher egal. Die bleiben nochmal stehen. Und du gehst daher. So. Depp. Du gehst daher. Chuchu. Schauen wir mal. Ich hoffe, du bist dann bald dort. Ja, wir haben. Transportieren wir mal das ganze Holz nach Hause. Oder? Holz haben wir echt genug eigentlich. Wir verbrauchen derzeit 8 Holz hier. Das heißt, wir haben im Vorrat genau 3. Wolle wäre halt cool, wenn wir einen Stockpile kriegen würden. Na, transportieren wir ein bisschen mehr Holz. Ja, Kohle haben wir 11 im Überschuss derweil daheim. Das heißt, das brauchen wir echt nicht mehr bringen. Schauen wir mal, was wir vom, schauen wir mal, was wir vom Essen am wenigsten haben, das transportieren wir mehr hier. Einmal Getreide. So, dann bilden wir noch einmal aus. Holen wir noch einen in die Stadt. Einen holen wir noch in die Stadt. Ich überlege gerade. Okay, das ist dadurch gehindert, dass wir nur eins davon. Wenn wir Eisen kaufen würden, dann könnten wir das da wieder auf weiter ausbauen.
Wenn wir das nicht bauen, könnten wir das weiter ausbauen. Insufficient Materials. Okay. Ah, verstehe. Wurscht. Könnten wir das weiter ausbauen? Wenn wir das weiter ausbauen, mehr davon einmal, dann könnten wir mehr Stahl produzieren. Das wäre schon sehr praktisch. Das Stahl brauchen wir nämlich für allerhand Zeug. Wir können dann nämlich sonst keine Tools und Zeugs produzieren. Ja, versuchen wir alles dreist zu verkaufen, ist ja wurscht. Im schlimmsten Fall, wenn ich keins mehr habe, dann kann ich weglassen. So, dann werden wir versuchen, Eisen noch irgendwo herzukriegen. Quasi als. Und wir haben unsere erste Allianz mit Sim. Und Sim mag uns nicht einmal sonderlich. Pont mag uns leider noch immer nicht sonderlich. Aber die 25% bringen ihn dazu, dass er eher mit uns handelt. Na gut, intern. Schau an. Keiner bietet uns Eisen an, aber wir verkaufen Furniture und Clothing. Keine Tools. Ärgerlich eigentlich. Gut, wir haben wieder Geld. Sehr gut. Puh. Metal Canning Technique. Boom to Exploration. A canning process using iron cans coated with tin has received very high marks from both the departments of war and trade. Ah, eine neue Art von Dosen haben wir entdeckt und entwickelt. Sehr gut. Population explosion. World population will reach catastrophic levels this century. Inasmuch as human population expands at geometric rate and food supply increases arithmetically. Na schauen, tremendous numbers of people will starve in the next few years. This projection is reached by applying the findings of Thomas Malthus to known scientific facts and current statistics and cannot be doubted for a moment. Das ist etwas, was ich auch im Unterricht gerne erwähne. Industrielle Revolution hatte mit einem wirklich großen Problem zu kämpfen. Durch die bessere Medizin sind die Leute immer mehr gewachsen. Viele sind in die Stadt gegangen und die landwirtschaftliche Produktion hat nicht mithalten können. Das war auch einer der Gründe für die großen Auswanderungswellen oder mit einer der Gründe für die großen Auswanderungswellen in die Vereinigten Staaten, weil es Hungersnöte in Europa einfach gegeben hat. Mit der Entwicklung von Kunstdüngern ist das aber dann alles wieder etwas besser geworden. Und noch einmal Genossen. Wow. Okay. Na gut, Rohstoffe haben wir zurzeit eigentlich relativ gut. Das heißt, wir werden da jetzt da herfahren und werden dann da weiterbauen und du baust da runter. Gut, welche Sachen könnten wir noch ausbauen? Das da. Wir werden dann den Levi auf jeden Fall noch irgendwann nochmal am Bahnhof bauen. Nicht nur das Ding hin. So, sollen wir das wagen jetzt? Nein, ich glaube, wir bauen noch einmal weiter aus. Wir werden noch eine Truppe bauen, weil eine geht sich noch aus. Eine geht noch lange. Achso, Na, transportieren wir ein Obst mehr rein. Gut, na dann. Also zunächst einmal wirst du ausgebildet. Und wir bauen uns noch eine Regular-Einheit. Und da haben wir eh schon nichts mehr produziert. Das heißt, wir haben jetzt davon drei. Dann werden wir das da weggeben und da eins mehr produzieren. Dann können wir nächste Runde das da ausbauen.
und wir werden weiter versuchen, Eisen zu kaufen, weil wir können jederzeit ja 4 Kohle in die Hauptstadt transportieren. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir Eisen im Überschuss haben. Braucht man nicht einmal unbedingt Kohle in die Hauptstadt transportieren derzeit. Dann können wir da 4 Stahl produzieren. Das wird uns auch helfen. Wie schaut das aus? 1 und 1. Okay, ja, machen wir das weiter so. Was soll schon Schlimmes passieren? Und nächste Runde. Ja, wieder. Ha, wir haben Hardware verkauft. Sogar 2. Yes, wir sind reich. Sehr gut, sehr gut. Und ein neuer Grenadier. So, jetzt sind wir reich. Das heißt aber, wir können uns ein paar Dinge leisten. Hier bleibst du noch einmal stehen. Du fährst hier hin. Wenn wir uns ein paar Dinge leisten können, dann können wir uns zum Beispiel auch die Forschung leisten. Das hier brauchen wir und das da wollen wir. Beides ist ganz praktisch. Aber das da ist besser, weil den Miner haben wir schon. Und den Ranger müssen wir noch extra ausbilden. Wenn wir den Miner haben, können wir nämlich zumindest mal das Eisen verbessern. Dann brauchen wir nicht mehr ganz so viel Eisen kaufen am internationalen Markt. Ja, genau. Genau so. Dann werden wir als erstes mal so einen Lumber-Typen bauen, vielleicht. So einen Forester. Das ist teuer. Das ist teuer. Und da werden wir wieder Dings bauen. Und das bauen wir jetzt aus. Das geht jetzt. Können wir sowas bauen? Nein, wir haben zu wenig Papier. Auch den können wir. Naja, gut, nein, da haben wir auch keinen Typen. So, wir schauen mal. Wir haben 2 und 1. Das heißt, wir holen uns noch so einen. Und ich glaube, wir können dann übernächste Runde wieder Meister ausbilden, den einen oder anderen. Vielleicht sollten wir sogar 2 Papier produzieren. Ab nächster Runde produzieren wir dann einfach mehr Stahl. Können wir derzeit. Ah, doch, wir könnten sogar. Nur so viel über. Offensichtlich. Und da brauchen wir auch eins. Mit den überschüssigen Arbeitern können wir immer irgendwie diese Cans bauen. Sollte uns irgendwann einmal das Essen ausgehen, sind die ganz praktisch, wenn wir sie haben. So, eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Es läuft ganz gut. Nächste Runde haben wir unsere Truppen vor Ort. So, wir verkaufen nur noch. Ah. Okay. Doch nicht so gut. Wir haben nichts mehr zum Verkaufen. Na gut, aber ab nächster Runde werden wir nicht mehr anfangen, wenn wir nicht mehr Leute aus, also in die Stadt holen, da haben wir dann wieder was zum Verkaufen. Gut. Herrschaften, an dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Schauen wir noch ganz kurz da rein, ob uns die Leute mögen, wer uns mag, wer uns nicht mag. Okay, mögen die. Ich hasse sie. Ich hasse Cam. Uns mag nur Hurschen. Und nicht einmal die mögen uns super gern. Die mögen denen genauso. Uns mit Kessel. Okay, Kessel mag noch keinen von diesen Typen. Und wo dann? Nee, die sind alle so ekelhaft. Ziemlich so unfähig.
Die haben aus Single noch gar nichts angegriffen. Naja, gut. Okay, Herrschaften, wie schon gesagt, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.